Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Buddy. Ich hoffe, der Anfang des Videos hat euch gefallen. Ich dachte, ich tobe mich mal ein bisschen kreativer aus und lass mal so wirklich meine kreative Freiheit aus mir heraus und guck, was dabei rauskommt. Ihr könnt mir ja gerne unten in den Kommentaren mal reinschreiben, ob euch das gefallen hat oder nicht. Würde mich auch freuen, wenn ihr den Daumen dann nach oben packt und ein bisschen Feedback da lasst. Kommen wir aber zu dem, was ich heute eigentlich da habe. Und zwar wurde mir freundlicherweise von Gigabyte das Aorus 15 in der 2023er Version zur Verfügung gestellt. Deswegen taucht da oben auch Werbung auf. Aber keine Angst, es wird in keinster Weise meine Meinung beeinflussen. Wir haben hier, wie gesagt, das Gigabyte Aorus 15, ein 15,6 Zoll großes Notebook, das es wirklich in sich hat. Schauen wir uns erstmal die Außenhaut an, sprich Optik und Haptik. Muss ich persönlich wirklich sagen, ein wunderschönes Notebook. Schwarz-mattes Alu-Finish mit Hochglanzapplikationen runden dieses ganze Teil extrem schön ab und lässt sich auch in keinster Weise irgendwie schlecht reden in meinen Augen. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes und sehr schlichtes Notebook, was so eigentlich gerne bei mir noch als Notebook stehen dürfte. Leider Gottes muss ich es aber wieder zurückgeben. Naja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, Haptik, Optik, super geil. Die Haptik, was das Alu-Finish angeht, hat sogar noch einen kleinen Beigeschmack. Positiv sogar, denn auf der Unterseite befindet sich ebenfalls eine Alu-Abdeckung. Die dient auch zur passiven Kühlung, wie wir uns später noch anschauen werden. Gucken wir uns nun erstmal die inneren Werte an, was das gute Stück mitbringt. Und zwar ist es ausgestattet mit dem Intel Core i7-13700K. Wir haben hier insgesamt 6 Performance-Kerne plus Hyper-Threading in Verbindung noch dazu 8 Efficiency-Kerne. Somit kommen wir auf ganze 20 Threads. Die Performance-Kerne boosten mit 5 GHz, die Efficiency-Kerne mit 3,8, was ein Multicore-Run bei Cinebench R23 wieder gibt mit knapp 11.500 Punkten, was ich persönlich extrem geil finde für eine mobile CPU. Dementsprechend kann man darauf auch genügend Content bearbeiten und verarbeiten. Da bin ich aber trotzdem immer noch der Meinung, ihr solltet, wenn, dann nur Full-HD-Content hier drauf schneiden oder bearbeiten. Bildertechnisch geht es auch mit 4K-Material und höher auflösend. RAW-Dateien kein Thema, aber alles, was Videoschnitt angeht, solltet ihr euch im Full-HD-Bereich bewegen. Ansonsten kann ich zu der CPU wirklich nichts Negatives sagen. Extrem gute Performance. Single Core Run habe ich nicht gemacht, da wir bei dem Tauwert so ein bisschen eingegrenzt werden. Da es ja zeitlich abgestimmt ist, wann die CPU runtertaktet, ist es problematisch, weil einfach der Single Core Run länger dauert als eine Minute. Dementsprechend ist es ein verfälschter Wert in meinen Augen. Somit, wie gesagt, nur den Multicore Run mit 11.500 Punkten. Was die Grafikkarte angeht, möchte ich euch vorweg noch sagen, die CPU hat eine interne Grafikeinheit, die möchte ich aber nicht näher beleuchten, da in meinen Augen die interne Grafikeinheit wirklich nur zur Darstellung von Office oder sonst irgendwas taugt. Ansonsten ist hier aber noch eine 4070 aus dem Hause Nvidia verbaut. Hier möchte ich vorab aber euch auch mitteilen, eine 4070 Mobile, keine vollwertige Desktop 4070. Wir haben hier 8 GB GDDR6 mit einer Taktrate von 2175 MHz bei einer Leistungsaufnahme von 140 Watt, was in meinen Augen schon extrem gut ist. Ihr könnt aber die 4070 Mobile in etwa vergleichen mit der jetzt auf den Markt gekommenen 4060 und habt da einen Referenz zu einer Desktop-Grafikkarte. Die weiteren Daten und die weiteren Hardware-Komponenten, die hier verbaut sind, wir haben hier aktuell das BSF-Modell. Ihr könnt es natürlich auf anderen Seiten auch noch ein bisschen konfigurieren, wie ihr das wollt. Wir haben hier in dem BSF-Modell eine 1 TB NVMe-SSD aus dem Hause Gigabyte verbaut mit Leseraten von 2400 und Schreibraten von 3500 Megabyte die Sekunde, was top ist. Wie gesagt, ihr könnt es aber auch nochmal aufrüsten, was die Terabyte-Zahl angeht oder auch dementsprechend noch leistungsfähigere NVMe-SSDs. Was den Arbeitsspeicher betrifft, haben wir hier in dem Modell 16 GB GDDR5 verbaut, das mit einer Taktrate von 4800 MHz. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, das Ganze nochmal aufzustocken bis auf 64 GB, ebenfalls mit bis zu 4800 MHz, was in meinen Augen hardware-seitig schon ein extrem leckeres Teil ist. Wenn wir uns die Grafikkarte noch anschauen, da möchte ich noch mal drauf eingehen, was Grafiktests angeht. Die 4070 habe ich euch hier noch mal eingeblendet, was sie leistet in Times by Extreme,
plus auch noch Port Royal, weil wir mit der 4070 Mobile auch trotz allem alle Raytracing DLSS Features haben, die auch die großen Desktop-Versionen haben. Dementsprechend möchte ich das euch nicht vorenthalten. Auch die Spieletests möchte ich euch nicht vorenthalten. Counter-Strike wurde getestet. Das Ganze auf den nativen Einstellungen mit WQHD und Ultra Preset. Und dementsprechend bringt das Aorus 15 hier 300 FPS plus auf das Display plus dann auch noch getestet in Red Dead Redemption Online, was momentan so ein bisschen mein Lieblingsgame ist aufgrund der Grafik. Ich finde einfach diese Optik mit dem Wildwestern und allem drum und dran einfach super geil. Haben wir auch ebenfalls wieder nativ mit WQHD und Ultra Settings getestet. Einmal mit ausgeschaltetem DLSS, da erreichen wir rund 60 bis 65 FPS. Gehen wir dann aber noch ein bisschen weiter und schalten DLSS ein mit dem Preset ausgeglichen. Dann erreichen wir 80 bis 85 FPS, was mir vor allem mit einem Panel, wie wir es verbaut haben, extrem gut gefällt und auch vollkommen ausreichend ist. Das Panel, was verbaut ist, ist ein WQHD-Panel mit 1440p. Wir haben eine Bildwiederholrate von 165 Hertz und auch noch eine Farbdarstellung von DCI P3 mit 100%, was auch, wie schon angesprochen, für Content Creator absolut vorteilhaft ist, weil vor allem die meisten Printmedien, wenn ich hier Bildbearbeitung mache, mit DCI arbeiten, und wenn ich hier eine 100%ige Farbabdeckung habe, dann ist es so, dass das, was auf meinem Bild angezeigt wird, auch in den Printmedien meist dann vorherrscht. Dementsprechend finde ich es absolut top, was wir hier an Ausstattung haben. Schauen wir uns die Randausstattung in Anführungszeichen noch an, was zum Beispiel den Akku angeht. Wir haben einen 99 Wattstunden Akku verbaut mit einer Kapazität von 6200 mAh. Das reicht euch bei einem vollgeladenen Akku rund 9,5 Stunden über den Tag im Office-Betrieb, sprich ganz normale Arbeiten online, irgendwas recherchieren, Texte schreiben etc. Ansonsten, wenn ihr in den Gaming-Bereich oder Content-Creator-Bereich geht, wo ihr dann Videoschnitt bearbeitet oder dementsprechend auch Bildbearbeitung durchführt, dann müsst ihr damit rechnen, dass es deutlich schneller nach unten geht. Da bewegen wir uns irgendwo im Bereich zwischen 1 und 1,5 Stunden, je nachdem, was ihr natürlich halt auch mit dem Notebook anstellen wollt. Weiter ausgestattet ist es anschlussseitig auf der linken Seite mit einem Audio-Klinken-Kombi-Anschluss. Insgesamt auf der linken und rechten Seite zusammengenommen 3 USB Typ A 3.2 Gen 2 Anschlüsse und auf der rechten Seite noch ein USB-C Gen 2 3.2 Anschluss. Auf der Rückseite befindet sich dann noch ein normaler LAN-Anschluss. Neben diesem haben wir einen Thunderbolt 4 Anschluss. Zudem habe ich euch unten mal so ein bisschen beschreibungstechnisch Thunderbolt mit reingepackt in die Videobeschreibung. Des Weiteren haben wir noch einen vollwertigen HDMI 2.1 Anschluss und einen DisplayPort 1.4 Anschluss. Da in dem Fall aber ein Mini-DisplayPort, kein vollwertiger. Als allerletztes noch der Anschluss fürs Netzteil, das natürlich im Lieferumfang mit dabei ist und ein 240 Watt Netzteil darstellt. Ansonsten Verbindungsmöglichkeiten ohne LAN-Anschluss, sprich Wi-Fi oder Funk etc., haben wir hier ein Wi-Fi 6 Modul, zudem auch noch Bluetooth 5.2. Dementsprechend solltet ihr alle ohne Probleme eure neuen Smartphones mit dem Handy verbinden können. Auch da kann ich sagen, mit dem Smartphone Hotspot erstellt und mit dem Rechner dann über das Smartphone online gegangen, egal wo, klappt super, verbindet sich perfekt und im Alltag top zu gebrauchen. Denn ich kann mich hier hinsetzen, ich kann mich hier hinsetzen oder halt auch wieder hier hinsetzen. Dementsprechend ist es für mich vollkommen gleichgültig und ich kann das gute Stück auch einfach ohne Kabel nutzen. Kommen wir abschließend zu meinem Fazit, was das Aorus 15 angeht. Ich muss ganz ehrlich sagen, optisch super geil. Ich kann mich damit in einen Café setzen, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich renne da rum als Gaming-Nerd. Optisch sieht es phänomenal, schlicht, elegant, edel aus. Leistungstechnisch muss es sich in keinster Weise verstecken. CPU mit 20 Threads, den Boost-Taktraten, auch die Leistungsaufnahme mit 115 Watt bei der Grafikkarte mit einer 4070 Mobile. Klar, es ist keine vollwertige 4070, es ist eine 4060, aber auch da ist Leistung on point in Verbindung mit dem Panel, der Bilddarstellung, all dem, was ich habe. Im kompletten
kann ich nichts Negatives zu dem Notebook sagen. Und von meinem Fazit, es ist für mich quasi schon fast eine eierlegende Wollmilchsau, weil ich einfach keinen negativen Aspekt sehe an dem Teil. Auch wenn hier mir Gigabyte zur Verfügung gestellt hat und man denken könnte, okay, ich muss das so sagen, ich finde kein Haar in der Suppe. Dementsprechend, Gigabyte, lasst es mir doch. Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, fazitseitig, hervorragende Verbindungsmöglichkeiten, super schmal, schlank, leicht, einfach zu transportieren, in den Rucksack rein, passt fast in jeden Rucksack aufgrund der Größe. Wir haben Leistung satt, wenn es um Content Creation angeht. Wir haben Akkulaufzeit, wenn wir im Office-Betrieb bleiben, von gut 10 oder von gut 9,5 Stunden. Dementsprechend reicht es locker aus für alles, was ihr machen wollt. Im Großen und Ganzen wirklich eigentlich in meinen Augen die eierlegende Wollmilchsau. Dementsprechend soll es von mir gewesen sein zu dem Notebook. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo mir schenkt, ansonsten den Daumen nach oben und die Glocke aktivieren, dass ihr auch kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Das soll es wirklich gewesen sein. In dem Sinne von meiner Seite her, aller tschö und bis zum nächsten Mal.